Bangkok, Thailand. Neben der einzigartigen Kultur und den freundlichen Menschen ist die Stadt auch für ihre köstliche Küche bekannt. Und hier, in diesem Einkaufszentrum, soll sich einer der größten Instant-Nudelläden der Welt befinden. Der Good Noodle Shop lockt täglich Hunderte von Instant-Nudel-Fans an. Die können hier aus insgesamt 456 Sorten ihre Lieblingsfertignudeln wählen. Sie haben mir eine Menge Nudeln von überall, sogar Korea und Japan. Das ist was ganz Neues. Ein Shop, der alles anbietet. Das Beste an dem Laden, die Kunden können die Fertignudeln direkt vor Ort im Shop kochen und essen. Die Hauptkundschaft sind vor allem Schüler und Studenten. Für die jungen Leute ist es das perfekte Essen, da es billig, schnell und einfach zu kochen ist. Ich mag den Shop, da es hier so viele verschiedene Nudeln gibt. Bei uns in der Schule haben wir nicht so viele Sorten. Um mehr über den Shop und den Instant-Nudel-Hype in Thailand zu erfahren, treffen wir den Gründer von Good Noodle, Unkul Wongolhot. Hallo, willkommen bei Good Noodle in Bangkok. Der 49-Jährige eröffnete seinen Nudelladen letztes Jahr im Oktober. Die Idee für seinen eher ungewöhnlichen Shop bekam Unkul während des Corona-Lockdowns. Ich bin eines Tages in den Supermarkt gegangen und habe dort durch die Regale geschaut und gedacht, oh, das sind aber viele Fertignudeln. Aber vielleicht kann ich ja sogar noch mehr Nudeln anbieten. Und so begann der ehemalige Unternehmensberater, Instant-Nudeln nicht nur aus Thailand, sondern auch aus Korea, Japan, Taiwan und vielen anderen asiatischen Ländern anzubieten. Die Idee für den Good Noodle Shop war geboren. Doch damals im Oktober, als er den Laden eröffnete, sah es hier in Sachen Kundschaft noch ein wenig anders aus. Jedes Mal, wenn ich in den Laden komme, erinnere ich mich an den ersten Tag, an dem wir eröffnet haben. Nach dem ersten Tag haben wir gerade mal 17,26 Euro Umsatz gemacht. Damals dachte ich, Good Noodle wäre vielleicht doch nicht so gut. Aber mittlerweile sind wir super bekannt und auch beliebt. Heute, 10 Monate später, ist sein Laden täglich voll mit neuen und wiederkehrenden Kunden. Erfunden wurden Instant-Nudeln bereits 1958 von dem taiwanisch-japanischen Geschäftsmann Momofuku Ando. Er machte die beliebten Ramen-Nudeln durch Frittieren haltbar. Anfangs waren Instant-Nudeln ein Luxusartikel und teurer als normale Nudeln. Das änderte sich 1971 mit der Kommerzialisierung. Ando machte Millionenumsätze. Seine Idee, die Nudeln sollten wirtschaftlich, schmackhaft und schnell fertig und lange haltbar sein. Die Geschmacksrichtungen in Unkuls Shop reichen von Schweinefleisch über scharfes Hühnchen bis hin zu Käse, Carbonara und vielem mehr. Um es zu einem echten Instant-Nudel-Erlebnis zu machen, hat das Team ein 4-Punkte-Verzeichnis für die Kunden eingerichtet. Der Gründer zeigt uns, wie es funktioniert. Die erste Station ist die Auswahl der Instant-Nudeln. Danach können die Kunden ihre Nudeln mit weiteren leckeren Zutaten aufpeppen. Dafür hat Unkul dieses kleine Mini-Buffet errichtet. Momentan haben wir etwa 74 verschiedene Beläge. Insgesamt haben wir bisher schon rund 256 angeboten. Wir wechseln die Toppings ständig. So können die Kunden jedes Mal, wenn sie hier einkaufen, verschiedene Beläge kosten. Außerdem bieten wir auch je nach Jahreszeit oder speziellen Festen verschiedene Toppings an. Die Klassiker und beliebtesten Belege sind und bleiben aber Eier, Krabbenfleisch und Mini-Würstchen. Dieses kleine Mini-Buffet hat auch einen großen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Shops. Das ist sehr interessant. Sie bieten eine Menge Toppings an, von denen wir keine großen Pakete kaufen müssen. Wir können einfach probieren, was wir wollen. Die billigsten Fertignudeln hier bekommt man für gerade mal 12 Baht, umgerechnet 32 Cent, während die Premium-Nudeln bis zu 7 Euro kosten können. Besonders die dickeren Ramen-Nudeln sind teurer. Das liegt an den hochwertigen Zutaten. Wer die Nudeln direkt hier im Shop essen möchte, der bekommt an der Kasse eine spezielle Aluminiumschale kostenlos dazu. Danach kann es zur letzten Station gehen. Hier kann man seine Nudeln und Toppings vorbereiten und dann mit heißem Wasser kochen. Dafür muss man einfach den Barcode an der Schale scannen.
Die Maschine weiß dann, wie viel Wasser sie braucht und wie lange die Kochzeit ist. Wenn du die Nudeln kochst, musst du die Essstäbchen nehmen und die Nudeln etwas umrühren. Sonst werden nicht alle Zutaten gleichzeitig im Wasser heiß, da sie dann nur oben schwimmen. Deswegen musst du sie so hier mischen. Während wir auf unsere Nudeln warten, erzählt uns der Manager, dass gerade seine jungen Kunden Fotos und Videos vom Shop auf sozialen Netzwerken teilen. Sein Instant-Nudel-Konzept lockt seit neuestem dadurch sogar Touristen an. Eigentlich esse ich normale Nudeln, aber das hier ist einfach ein bisschen anders. Also wollte ich es mal ausprobieren. Nach 3 Minuten sind auch unsere Nudeln fertig. Da Unkohl hier jeden Tag seine Instant-Nudeln essen kann, lädt er unseren deutschen Kameramann Michael ein, sie zu probieren. Und wie schmecken die gepimpten Instant-Nudeln aus Asien im Vergleich zu unseren deutschen Tassennudeln? Ja, also es ist definitiv eine neue Variante für mich von Instant-Nudeln in Deutschland. Wir kennen ja eher diese klassischen Cup-Nudels. Aber das würde ich denen schon mal sagen, ist jetzt eher eine Premium-Variante davon. Gerade mit den Toppings, das macht die Instant-Nudeln noch mal interessanter und auch wie eine volle Mahlzeit. Also finde ich toll, ja. Und da sein erfolgreicher Nudelshop auch der Shopping Mall neue Kunden beschert, hat das Management ihm sogar einen eigenen Sitzbereich bereitgestellt. Der Hype um Unkohls Laden ist allerdings nur der Anfang seines Instant-Nudel-Imperiums. Ich plane bald, meine eigenen Nudeln herzustellen. Das ist eine neue Sache, die ich selbst kreieren möchte. Außerdem will der 49-Jährige noch weitere Shops in Bangkok und Thailand eröffnen. Und wer weiß, vielleicht finden wir auch eines Tages einen seiner Shops bei uns in Deutschland.